Stopp! Bevor irgendwer von euch 45 Euro für The Walking Dead Destinies ausgibt, schaut euch eventuell dieses Video hier an. Vielleicht bringt euch meine Meinung, meine Empfehlung oder auch Nicht-Empfehlung, vielleicht bringt es euch dazu, vielleicht das Geld zu sparen oder es halt doch auszugeben. Denn in diesem Video werde ich mal über meine Meinung und dementsprechend auch meine Empfehlung zu The Walking Dead Destinies angehen. Ein Spiel, was ja wirklich momentan eine sehr große Kontroverse auf sich zieht. So, und wenn euch das interessiert und ihr vielleicht wirklich positive oder negative Punkte für oder gegen das Spiel, naja, hören wollt, bleibt gerne dran und damit heiße ich euch direkt herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Time. Ja, The Walking Dead Destinies, kurz zusammengefasst, ein Spiel, was am Gaming-Himmel ein Licht aufgeworfen hat. Ein Spiel zur, naja, The Walking Dead AMC-Serie, was sich mit der Story von Staffel 1, 2 und 3 befasst, die wir da durchspielen können. Mit dem großen Unterschied und dem einzigartigen Unterschied, wir dürfen, naja, Entscheidungen treffen. Töten wir Rick? Töten wir eher Shane? Lassen wir die Person leben? Lassen wir diese Person sterben? Wir haben oftmals die Wahl. Und zum Release des Trailers oder zu den Informationen dazu war der Hype bei mir, aber auch bei der kompletten The Walking Dead und vor allem Gaming-Community riesig. Die ersten Mankos wurden dann schon direkt, gefunden, indem das Game optisch wirklich nicht gut aussieht. Definitiv nicht, da brauchen wir uns nicht zu diskutieren. Das ist Fakt, es ist für 2023 eine super schlechte Grafik, wenn nicht sogar eine furchtbare Grafik. Warum das für mich kein großer Punkt ist, komme ich gleich noch darauf zu sprechen, aber das ist halt, jeder muss da wissen, wie er damit umzugehen hat. Grundlegend habe ich mal ein Video dazu gemacht, wo das Spiel angekündigt wurde und habe es erklärt. Darunter sind einige sowohl positive als auch negative Kommentare, aufgetaucht. Vor allem jetzt, wo es released wurde, auch unter diesem Video. Deswegen dieses Video, damit wir hier drunter diskutieren können. So, ab dem Punkt möchte ich jetzt erstmal sagen, wie gesagt, das ist hier meine Meinung. Ich werde hier natürlich eine Empfehlung abgeben, aber die basiert halt auch auf meiner Ansicht. Und jeder muss sich natürlich seine eigene Meinung bilden. Schaut euch andere Videos zu diesem Thema an, aber das hier ist meine Meinung dazu. Also, ich habe das Game mir geholt. Leider erstmal als, digitale Version. Ich hätte es lieber als Harddisk gehabt, aber das kommt ja erst im Dezember, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Punkt 1, den ich nicht nachvollziehen kann. Ich hätte es lieber als CD-DVD-Dings gehabt, ne? Ich werde hier nicht wirklich viel auf Spoiler eingehen, weil es einfach, kaum Spoiler gibt, die man nicht sich erahnen kann. Ich habe das Spiel noch nicht durchgespielt. Ich bin noch nicht bei der Hälfte. Ich bin gerade bei Herschels Farm angekommen. Bisschen auf Herschels Farm schon am Rumlaufen gewesen. Und deswegen ist diese Meinung von mir jetzt auch nicht eine hundertprozentig durchgespielte Meinung, sondern wirklich meine erste Meinung. Vielleicht mache ich noch ein Video dazu, wenn ich das Game durch habe. Mal schauen, wie es sich ergibt. So, fangen wir, wie gesagt, beim Offensichtlichsten an. Die Grafik. Die Grafik ist PS2-Grafik. PlayStation Portable-Grafik ist für das Jahr 2023 nicht vertretbar. Für die meisten. Ich persönlich, und das ist jetzt wirklich hundertprozentig nur persönliche Meinung, ich finde es nicht schlimm, wenn ein Spiel eine schlechte Grafik hat. Ich bin Fan davon, wenn die Story gut ist, ist mir die Grafik scheißegal. Oder zumindest zweitrangig. Man muss hier schon sagen, das Spiel ist wirklich nicht schön. Es ist wirklich nicht schön. Aber wie gesagt, ich habe da nicht so drauf geachtet. Es sind zwar ein paar Sachen drin, die einfach nicht gehen. Zum Beispiel, dass Herschel mit abgehacktem Bein eine komplett normale Gehanimation hat. Aber selbst darüber könnte ich persönlich hinwegsehen. Es gibt natürlich viele Leute da draußen, was absolut verständlich ist, die sagen, nein, ich muss aber eine gute Grafik haben. Kann ich verstehen, ist alles voll cool, habe ich super viele Kommentare gelesen. Ich verstehe es total. Ich persönlich, mir ist es halt eher egal. Aber wie gesagt, das ist definitiv hundertprozentig nur persönliche Meinung. Deswegen, wenn ihr ein Grafik-Junkie seid, ist das Game nichts für euch. Wenn euch Grafik egal ist, hört ab hier gerne weiter. Also, grundlegend finde ich das Spielprinzip super gut eigentlich. Dieses Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel bei Until Dawn oder Detroit Become Human. Ich liebe es, in Games Entscheidungen zu treffen, die auch eine Auswirkung haben. Nicht so von wegen, ja, sag das oder sag das nicht. Du sagst, ich sag's nicht und es wird anders gesagt, wie bei vielen Assassin's Creed-Spielen mittlerweile leider. Ich finde es geil, wenn eine Entscheidung einen faktischen Fixpunkt hat und ab dem Punkt sich das komplette Gameplay anders entwickelt. Detroit Become Human ist da das beste Beispiel. Stand jetzt muss ich sagen, das findet in dem Spiel schon statt. Wenn ich eine Entscheidung treffe, hat diese Entscheidung Auswirkungen. Wie groß diese Auswirkungen jetzt wirklich am Ende des Tages sind, habe ich jetzt Stand jetzt noch nicht festgestellt. Als Beispiel, ich habe anstatt Merle auf dem Dach festgebunden, T-Dog auf dem Dach festgebunden. Ich habe anstatt Karls Medizin mitzunehmen, habe ich Beth gerettet. Dementsprechend ist Karl schon gestorben. Das sind jetzt nur so zwei, drei Punkte, die ich schon beeinflusst habe, die komplett das Spiel ja schon geändert haben. Stand jetzt habe ich noch keine großartigen Auswirkungen. Nach Karls Tod mit der Cutscene, wo ich gleich darauf zu sprechen komme, war erstmal danach Geschichte. Ich weiß noch nicht, wie es jetzt was passiert, wenn ich es weiterspiele. Und auch T-Dog steht, stand jetzt oben auf meiner Liste, einfach nur, also bei den Skillpunkten, einfach nur als Tod. Natürlich wird er wiederkommen,
wahrscheinlich in der ähnlichen Rolle wie Merle beim Governor. Aber soweit bin ich jetzt noch nicht. Ich gehe davon aus, dass es diese Auswirkungen gibt. Aber Stand jetzt muss ich sagen, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe oder die Möglichkeit, um eine Entscheidung zu treffen, fand ich das auch wirklich cool. Man weiß ungefähr, wann die Entscheidung kommt und was für Entscheidungen kommen. Stand jetzt ist es halt leider so, wie ich es schon fast erahnt habe, es ist meistens eine Entscheidung zwischen A und B. Rette ich die Person oder rette ich sie nicht? Rette ich die Person oder rette ich die Person? Das war ja was ich ein bisschen befürchtet habe, was irgendwo auch logisch ist, aber ich fände es besser, wenn man da noch tiefer in die Materie reingehen könnte, von wegen, ich entscheide mich für gar nichts von beiden oder ich versuche beides, opfer mich selber als Beispiel, irgendwie sowas. Aber an für sich, Spielprinzip im Punkto Entscheidungen und Entscheidungsmöglichkeiten, Stand jetzt, ja, funktioniert, hat Auswirkungen, ist an für sich bis jetzt top. Kommen wir zu einem nächsten Punkt, den ich ganz in Ordnung finde. Und zwar ist das die Konfliktbewältigung. Immer mal wieder nach einer Mission kommt man ins Hauptquartier zurück und irgendwelche Leute haben Konflikte und man kann halt entweder den einen oder den anderen verteidigen. Stand jetzt sehe ich davon noch gar keine Auswirkungen. Und ich weiß nicht, ob das überhaupt große Auswirkungen haben wird oder nicht. Ich finde es an für sich ganz lustig. Zum Beispiel bin ich gerade als Rick sehr stark dabei, Shane zu verteidigen und Laurie hinten dran wegzulassen. Mal gucken, was daraus entstehen kann. Irgendwelche Fanfictions, Rick-Shane-Fanfictions könnten sich freuen, aber das sehe ich halt erst noch. An für sich finde ich diesen Punkt ganz okay, muss ich sagen. Das ist ein kleines Gimmick, es macht noch keine großen Auswirkungen, aber man sieht, okay, man kann irgendwas in irgendeine Richtung lenken. Selbst wenn der Charakter lebt, man muss ihn nicht gut behandeln. Somit finde ich, ist das auch noch ein Punkt, wo ich sage, ja, ist okay, funktioniert, ist ganz toll. Aber kommen wir zu was ich absolut unnötig und schlecht finde. Und zwar ist es das schon erwähnte Hauptquartier. Überhaupt das Gameplay neben den Entscheidungsmöglichkeiten ist ja einfach nur ein Hack and Slash. Läufst durch Zombie-Horden, du drückst im PlayStation-Fall R1, drückst dann nach Viereck, der Zombie ist tot. By the way, ich habe es bis jetzt auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad gespielt, weil ich mich eigentlich nur auf die Story fokussieren will. Und diese ganzen Zombie-Missionen, wo man sich dann durch eine Horde schleichen muss, wo man entweder schleichen oder reinpushen kann auf Aggro, finde ich geil, dass man dann die Entscheidung hat. Aber am Ende des Tages, es ist nicht schlimm. Du R1, schlägst mit dem Baseballschläger, mit der Spitzhacke, mit irgendwas zu. Viereck, stickst ihm sein Messer in den Kopf. Die Fights sind Stand jetzt noch nicht schwer. Es gab bis jetzt drei Varianten von Zombies. Heißt, wir bekommen Varianten, die irgendwie ein bisschen halt nur das Gameplay aufrichten, haben nichts mit The Walking Dead zu tun. Finde ich ein bisschen komisch. Ja? Ich habe jetzt schon in so einem ähnlichen Bloater-Szenario, so ein fetter Zombie. Ja, ich fand es unnötig. Ich fand es wirklich unnötig. An für sich, das Gameplay, wenn man wirklich gerade eine Waffe in der Hand hält oder fightet. Waffenfeedback, also Schusswaffenfeedback, ist komplett für den Arsch. Schusswaffen fühlen sich falsch, schwammig und absolut katastrophal schon fast an. Nahkampf hingegen finde ich ganz geil. Wenn man wirklich irgendwelche Kombos macht, man haut den 3 den Kopf ab, geht zu dem nächsten, sticht ihm das Messer in den Rücken. Das finde ich ganz geil. Nahkampf ist gut und man hat auch das Gefühl, man richtet Schaden an, was halt bei den Waffen, also Schusswaffen, gar nicht da ist. Bis jetzt. Und das ist der Punkt, wo ich sage, das hätten sie komplett rauslassen können. Sie hätten nichts an solchem Gameplay haben müssen. Sie hätten Quicktime-Events machen können. Ähnlich wie bei Until Dawn. Wir nehmen das Spiel Until Dawn, für die Leute, die es nicht kennen, guckt es euch an, ist jetzt zu ausschweifend hier zu erklären, aber die meisten werden es wahrscheinlich kennen. Nehme Until Dawn und zieh einfach The Walking Dead da drüber. Das wäre perfekt gewesen. Einfach sagen, du läufst mit dem Charakter, du musst auch mal ein Quicktime-Event machen, um irgendwo hochzuklettern, drüber zu springen oder. Aber eine erzählte Geschichte durchspielen, das ist das, was ich bei Destinies besser gefunden hätte. Das, was wir jetzt bekommen, ist wirklich einfach nur durch ein paar Zombie-Horden schlagen, ein, zwei Entscheidungen treffen und dann dementsprechende Cutscene bekommen. Ich komme gleich auf die Cutscenes noch zu sprechen. Und ich hätte es besser gefunden, wenn es hier wirklich nur um Story gegangen wäre. Wäre wesentlich geiler und vor allem effektiv interessanter gewesen und auch vom Gameplay her einfach stimmiger. Deswegen dieses Zombie-Slasher, rumlaufen, schießen, Gameplay finde ich komplett für den Ass. Hat da nichts zu suchen, gibt dem Spiel nichts, ist einfach nur nervig. Kommen wir nun mal zu den Cutscenes. Also das ist die größte Frechheit. Ich bin ganz ehrlich, das ist die größte Frechheit. Als Cutscenes bekommen wir Standbilder mit Text im Hintergrund und die ändern sich dann ab und zu. Wo ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich wirklich, okay, man kann es als Stilmittel benutzen, irgendwo, ganz cool. Aber for real, sie hätten auch einfach in dieser schlechten Grafik, in diesem schlecht gerendert animierten, einfach eine Cutscene machen können. Es hätte nicht mehr Zeit oder Geld gekostet, wirklich. Also, und das hätte es auch nicht wehgetan. Dann hätte ich schon die 5 Euro mehr bezahlt, hätte 50 Euro glatt bezahlt, fertig ist der Aal. Aber diese Cutscene-Standbilder, das ist peinlich. Und ich finde, das nervt. Das bringt dich komplett raus. Vor allem, es gibt manchmal Cutscenes, die wirklich sich bewegen. Naja, ich verstehe es nicht. Es ist absolut schrottig. Hier und da hat es vielleicht was Cooles, einen coolen, epischen Moment, der festgehalten wird. Aber am Ende des Tages,
schwierig. Das soweit schon mal zum Gameplay direkt. Jetzt komme ich mal kurz noch auf die Charaktere an. Nicht mal auf die Designs. Die Designs sind wirklich schlecht. Synchronsprecher sind teilweise gut getroffen. Ich weiß gar nicht, ob es hundertprozentig irgendwo mal... Also Merle hört sich tatsächlich an, als wäre es der Originale. Aber ich glaube, es sind andere Synchronsprecher. Aber ist okay. Ich kann mich damit abfinden. Es hört sich ganz gut an. Aber kommen wir jetzt mal auf einen Punkt zu sprechen, den ich wirklich super dumm finde und der für mich das Spiel sehr, sehr runterskaliert. Und das ist der Punkt. Ein Charakter, den ich hasse in The Walking Dead. Falls ihr wissen wollt, welchen Charakter ich ganz cool finde, ich verlinke hier mal meine Top-Charakter-Tierlist. Ein Charakter, den ich hasse. Nicht Laurie, Andrea. Why the fuck ist Andrea nicht da? Sie ist legit der einzige essentiell wichtige Charakter für den Plot mit dem Governor. Wie zur Hölle funktioniert das ohne Andrea? Es macht Stand jetzt für mich keinen Sinn. Und ich bin auch mit jeder Möglichkeit, die uns gegeben wird, bin ich unzufrieden. Andrea ist der Punkt, wieso es mit dem Governor so weit kommt. Sie ist der Grund, warum er lebt. Sie ist der Grund, warum er überhaupt Wind von dem Prison bekommt. Er ist der ganze Plot des Governors baut auf Andrea auf und sie ist nicht im Spiel. Warum? Ich finde mich mit allen Nebencharakteren ab. Ob so ein Jim ist, ob es, ich weiß nicht, diese eine und die anderen und die Familie von dem Komischen. Und mir scheißegal. Nebencharaktere. Weg damit. Juckt mich nicht. Juckt mich wirklich nicht. Aber warum ist Andrea nicht da? Es macht legit keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Und obwohl ich diesen Charakter hasse, der muss da sein. Sonst macht der Governor keinen Sinn. In meinen Augen. Und das ist tatsächlich auch wirklich der einzige Punkt, der wirklich für mich einen Faustschlag ins Gesicht war, wo ich das realisiert habe. Weil es einfach storytechnisch null Sinn macht. Null. So, jetzt habe ich mich vielleicht ein bisschen sehr da reingesteigert. Ich denke, ihr könnt es verstehen. Abschließend möchte ich jetzt sagen, das Spiel ist schlecht. Es ist schlecht. Es ist wirklich ein sehr schlechtes Spiel. Das Gameplay ist schlecht. Es fühlt sich schlecht an. Die Grafik ist wirklich super abgrundtief kacke. Wie gesagt, das Gameplay, ich rede jetzt hier von dem Gameplay, hier Hack and Slash durch die Zombie-Horden laufen und wegballern. Absolut grottig. Dementsprechend ist mein Punkt, für 45 Euro empfehle ich das Spiel grundlegend nicht. Meine Empfehlung, kauft es nicht. Jetzt kommt es aber zu dem kleinen, aber feinen Aber. Ich habe trotzdem, dass dieses Spiel diese ganzen Macken hat und diese ganzen Mankos und man bei manchen Ecken einfach wirklich sich ins Fäustchen lachen muss, weil es einfach schlecht ist, hatte ich bis jetzt bei den Entscheidungen schon meinen Spaß, weil ich dachte, okay, jetzt forme ich die Geschichte mal nach meinen Regeln. Und da splittet sich jetzt dann meine Empfehlung. Für Leute, die wirklich auf Grafik keine großen Punkte setzen, Leuten, denen es egal ist, wenn das Spiel nicht extrem aufwendig oder krass programmiert ist, Leuten, die auf Entscheidungsmöglichkeiten stehen und Leute, die The Walking Dead lieben. Diesen Leuten würde ich sagen, guckt es euch an, guckt euch aber erstmal vielleicht ein bisschen Let's Plays dazu an. Ich würde definitiv von einem Kauf grundlegend erstmal abraten. Ich würde sagen, kauft es nicht, wartet vielleicht, bis es im Angebot ist. Brief und Siegel, es wird nicht lang dauern, dann kommt es im Angebot. Safe Call. Und dann könnt ihr es euch eventuell kaufen. Wie gesagt, aber auch nur unter diesen Kriterien. Grafik ist euch egal, schlechtes Gameplay in Bezug auf Kämpfe ist euch auch egal. Ihr wollt nur Entscheidungen in der Story verändern. Ihr wollt die Welt von The Walking Dead selber durchspielen und ihr seid einfach The Walking Dead Fan. Das sind für mich die grundlegendsten Dinge, die man für den Kauf des Spiels haben muss. Und wenn man das nicht hat, definitiv nicht kaufen. Es lohnt sich nicht, 45 Euro dafür auszugeben, wenn man nicht wirklich sagt, ich möchte die Story von The Walking Dead selber entscheiden. Ich möchte es, egal für welchen Preis. Dann ist es ein gutes Spiel. Dann kann man sagen, man kann da seinen Spaß haben. Vor allem, weil es einfach einen Wiederspielwert hat. Wir können ist ja auf super viele verschiedene Weisen durchspielen. Ob es jetzt Speedrun-mäßig ist, das habe ich auch schon gedacht. Das ist ein perfektes Game für einen Speedrun, finde ich. Oder ob es einfach in Bezug auf, ich möchte die Story mal so lenken. Weil die eine Entscheidung ändert schon vieles. Dann kommt die nächste Entscheidung. Und wenn ich die aber anders entscheide, ihr wisst, was ich meine, das Schneeballsystem. Aber wie gesagt, grundlegend, und das ist jetzt meine endgültige Aussage, kauft es euch nicht. Kauft es euch wirklich nicht, außer ihr seid wirklich Hardcore The Walking Dead Fans. Seht über diesen Riesenberg an Fehlern und Mankos hinweg und sagt, ich möchte ein Spiel spielen, wo ich die Story mir bauen kann. Dann ist das Spiel okay für euch. Und selbst dann ist noch die Frage, ob sich dann 45 Euro dafür lohnen. Ich bin ganz ehrlich, diese Aussage ist schon schwer für mich, weil ich dieses Spiel, ich möchte, dass dieses Spiel gut ist. Ich habe es mir so sehr gewünscht und ich hoffe vielleicht, wir bekommen irgendwann mal ein Spiel, was wirklich perfekt ist. Weil wie gesagt, nehmt den Grund,
Gedanken von Until Dawn, zieh da The Walking Dead Mütze drüber und das Spiel ist perfekt. Ich will nicht viel kämpfen, ich möchte die Story durchspielen und möchte da Entscheidungen treffen, die die Story verändern. Mir ist egal, ob ich da vorher 50 Zombies töten muss oder nicht. Das weglassen, rausstreichen, alles das raus und nur auf die Story konzentrieren, nur auf die Entscheidungsmöglichkeiten. Und selbst dann wäre mir persönlich, wie gesagt, ganz wichtig, mir persönlich, die Grafik immer noch egal. Wie gesagt, diese Aussage tätige ich wirklich schweren Herzens, weil ich möchte daran glauben, dass das ein gutes Spiel ist. Es ist aber keins. Und die Ehrlichkeit will ich jetzt hier auf diesem Kanal auch bewahren. Auch wenn ich das Spiel in den Himmel gepriesen habe und gelobt habe, auch in den Kommentaren. Hiermit sage ich wirklich, das Spiel ist schlecht. Holt es euch nicht, außer ihr erfüllt, wie gesagt, diese Kriterien. Dann ist es ein gutes Game, wenn ihr über diese ganzen Mankos hinwegsehen könnt. Wenn nicht, definitiv nicht kaufen. Fakt. Ich hoffe, ich konnte jetzt einigen von euch irgendwie die Kaufentscheidung abnehmen oder halt, was weiß ich, dabei helfen. Und tut mir auf jeden Fall einen Gefallen, selbst wenn ihr sagt, ja, ich möchte es haben, guckt euch ein paar Videos dazu an. Guckt euch Gameplay an, hört von anderen Leuten, was sie dazu sagen. Ihr werdet auf Haufen negative Meinungen stoßen. Aber wie gesagt, für mich ganz persönlich, und ich bin wahrscheinlich einer der ganz, ganz wenigen, die das sagen, für mich ist dieses Entscheidungsmöglichkeiten in der Story von The Walking Dead, setze ich auf so ein hohes Podest, dass mir wirklich diese ganzen Mankos relativ, ja, am Arsch vorbeigehen. Aber wie gesagt, ganz wichtig, guckt euch um, hört euch um und wartet vor allem. Vielleicht kommt es wirklich im Angebot. Für 30 Euro würde ich sagen, safe, gönnt es euch, scheiß drauf, die 30 Euro, pff. Aber an für sich ist es wirklich ein schlechtes Spiel, leider. Und es hat mich auch sehr enttäuscht, weil ich wirklich viel davon erwartet habe, trotz dass die Grafik vorher schon schlecht war. Aber wie gesagt, ich guck auch kaum auf Grafik. So, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte einigen von euch vielleicht dabei weiterhelfen. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was haltet ihr vom Spiel? Habt ihr es euch gekauft? Wenn ja, seid ihr zufrieden oder sagt ihr auch, nee, Fehlkauf des Jahres? Wenn ihr es nicht gekauft habt, schreibt mir auch gerne in die Kommentare. Habt ihr es vorzukaufen? Wollt ihr es nicht kaufen? Und wenn, wirklich auch mal eure Meinung. Aus welchem Grund kauft ihr es oder kauft es nicht? Schreibt es gerne in die Kommentare. Meine Meinung kennt ihr jetzt hiermit. Wie gesagt, ich hoffe, irgendjemandem konnte ich mit diesem Video weiterhelfen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da oder, naja, schaut einfach mal auf dem Kanal vorbei. Hier geht's nicht viel um Spiele, aber hier geht's viel um The Walking Dead und allgemein Filme, Serien und alles drumherum. Theorien, Fun Facts, Reviews, alles. Und wenn euch sowas gefällt, wenn ihr für sowas interessiert, dann ist der Kanal vielleicht was für euch. Checkt ihn gerne mal aus und wenn ihr sowieso schon da seid, dann lasst gerne ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. So, jetzt möchte ich das Video nicht länger strecken, als es wahrscheinlich schon ist. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch, wie auch sonst immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.